Heute machen wir die Prüfung am Patienten. Das ist auf jeden Fall eine besondere Situation für mich und so. Es geht ja auch darum, was so mein Alltag dann später mal vielleicht sein wird als Arzt. Ich hoffe natürlich, dass alles gut läuft und dass ich die Herausforderung gut meistern kann. Bisschen angespannt, ich bin ein bisschen aufgeregt natürlich. Guten Tag, Herr Adam. Herr Adams. Also. Natürlich ein bisschen verkrustetes Blut, bisschen Schorfbildung. Sagen Sie mal, wie habe ich mich eigentlich geschlagen? Servus, ich bin Jim, ich bin 22, ich studiere Medizin an der Uni Heidelberg. Wir haben heute ein Seminar, wo man lernt, wie man Gelenke untersucht und wir dürfen das dann später auch am Patienten ausprobieren. Wird auf jeden Fall eine Challenge, let's go! Meine Challenge ist es jetzt schon für mich wichtig, weil es geht natürlich auch darum, diese ganzen verschiedenen Problematiken, die die Patienten hier auch haben, direkt zu erkennen und natürlich zu wissen, was liegt hier überhaupt für eine Pathologie vor, ist natürlich super essentiell dafür, um dann auch zu sagen, ah, man merkt es dann durch den und den Test oder so. Je mehr Sprungiöser man hat, desto mehr Heilung. Wann wäre dann die Plattenosteosynthese und wann diese TEN induziert? Sondern einfach das niedrig virulente Erreger da ihr Unwesen treiben. Es ist auf jeden Fall gut, dass ich jetzt in der Vorlesung mir das mal angehört habe. Das ist so ein bisschen wie Trockenübungen. Für die Challenge später ist es natürlich auch gut zu wissen, über was ich dann rede oder so. Moment, Entschuldigung. Aber ich bin auf jeden Fall hier luxusversorgt mit Kaffee in der Vorlesung. Jetzt kann ich vielleicht sogar aufpassen. Dann fangen wir gleich an, gegenseitig an uns die ganzen klinischen Tests zu üben. Und dann sind wir vorbereitet für den Patienten, hoffentlich. Bist du nervös? Ah, ich bin auf jeden Fall ein bisschen nervös. Herzlich willkommen zum Untersuchungskurs. Wir haben vor, jetzt zu untersuchen, einmal obere Extremität, einmal untere Extremität. Und da machen wir das, was so am wichtigsten ist und auch gleich am häufigsten gefragt wird. Und wir machen jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde. Erstmal Schulter. Wer möchte denn mal anfangen? So ein Zufall. Jim, Mensch. Nee, ich bin noch nicht fertig. Leute. Ich hab. Hier noch EKG-Lineal. Wir wollen einen Untersuchungsgang üben, so wie er möglichst praxisnah auch auftreten könnte. Also, ich will mich natürlich erstmal vorstellen und sagen, hallo, guten Tag, ich bin Jim. Ich bin hier Assistenzarzt in der Orthopädie. Ich darf heute eine klinische Untersuchung Ihrer Schulter durchführen. Das ist natürlich immer was ganz Besonderes irgendwo, weil es natürlich am nächsten rankommt an das, was man später mal als Arzt machen soll, wo man mit keiner Vorlesung dafür lernen kann, die man eigentlich nur in der Beziehungserfahrung wirklich erlernen darf. Die Challenge ist, dass man da am Anfang natürlich gar kein Gefühl für hat. Wie untersucht man einen Patienten? Wie viel Kraft muss man beispielsweise aufwenden? Da werden wir ihn jetzt versuchen, ein bisschen hinzuführen, dass er dem Patienten nicht wehtut, nicht schadet. Dann taste ich das Tuberculum majus an der Seite und das Tuberculum minus. Dann bitte Arm auf beiden Seiten hoch, dann auf beiden Seiten nach hinten. Ah, jetzt spüre ich es aber, die Sehne, ja voll. Und dann taste noch den Prozess Coracoideus. Spürst du das? Ist unangenehm? Abduktion. Macht man das erst passiv oder aktiv? Da muss man aufpassen, weil welcher Muskel macht denn ab hier die Abduktion? Genau. Deshalb heißt der auch Starter-Test, weil man testet die Kraft ganz unten. Genau. Ja. Okay. Gegen meinen Widerstand anheben. Tut irgendwas weh? Nö, sehr gut. Dafür brauchst du einfach Erfahrung. Da muss man das ein paar Mal gemacht haben. Und ist es auch nicht schlecht, wenn man das ein paar Mal am Gesunden gemacht hat, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist es eigentlich normal. Den hatten wir auch. Ja gut, dann sind wir schon durch eigentlich. Cool. Ich kann Ihnen sagen, Ihre Schulter ist heile und da ist nichts kaputt. Ja. Sagen Sie mal, wie habe ich mich eigentlich geschlagen? Das hast du gut gemacht, sehr gewissenhaft. Und es war ja das erste Mal oder eins der ersten Male für euch alle. Also die nächsten Male wird es noch routinierter. Also steht dem Unterricht am Patienten wird nichts mehr entgehen. Genau, richtig. Ja. Toll. Ja, nice. Let's go.
heute war ein richtig guter Tag auf jeden Fall. Ich fand es super spannend. Ganz viele neue Informationen gelernt. Ich muss mich natürlich noch alles setteln und so im Kopf. Ich fand es richtig, richtig cool. Ich hatte super viel Spaß. Jetzt geht's ab zur Doktorarbeit. Also die Arbeit ist leider noch nicht ganz zu Ende. Ich fahre jetzt noch mal ins Labor und schaue mir an, ob die Schnitte was geworden sind. Und dann wird noch mal ein bisschen Forschung betrieben. In meiner Doktorarbeit geht es darum, dass ich konkret den Fettstoffwechsel im Gehirn ein bisschen untersuche, natürlich neuroanatomisch. Es geht um gewisse Zellorganellen, die dafür da sind, Fettsäuren abzubauen. Akut geht es darum, dass Mutationen im Gehirn das natürlich beeinträchtigen können. Und ich will sehen, wie diese Mutationen Einfluss erstmal auf das Lernverhalten haben können und gleichzeitig natürlich auch, wie sich die Zellen verändern, die von dieser Mutation betroffen sind. Also hier hätten wir so ein eingefrorenes Mäusegehirn, das dann in so 20 Mikrometer dicke Scheiben geschnitten wird, um die dann später anzufärben. Je nachdem, welche Proteine ich anfärbe, kann ich verschiedene Zellen anfärben. Somit kann ich zum Beispiel beurteilen die Dichte von Entzündungszellen im Gehirn oder die Strukturen von irgendwelchen Stützzellen oder die Ausläufer von Neuronen und so. Je nach der Fragestellung kann man halt ganz verschiedene Sachen sich anschauen. Außerdem hat es natürlich auch irgendwo einen Bezug zu meinem Interesse an der Psychiatrie, weil man natürlich auch so die Grundlagen des menschlichen Gehirns ein wenig erforscht und die Strukturveränderungen, die ich erforsche, natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss auf die Psyche haben können. Grundsätzlich finde ich den menschlichen Körper einfach wahnsinnig faszinierend. Das war, was mich zuerst dazu gebracht hat, aber gleichzeitig dann noch Leuten damit helfen zu können und das quasi nicht nur in so einem Vakuum zu lernen. Ich finde das einfach eine super schöne Erfahrung, weil das gibt einem einfach das Gefühl, dass man kompetent ist in dem, was man tut. Für mich persönlich war auf jeden Fall das Reinkommen ins Studium die größte Challenge, also kein glattes 1-0-Abi oder so. Ich hatte 1-4 tatsächlich, was hieß, dass ich natürlich nicht direkt anfangen konnte zu studieren. Primär habe ich meinen Notendurchschnitt durch den TMS, also den Test für medizinische Studiengänge, verbessert. Das Physikum ist das erste große Staatsexamen. Es gibt ja insgesamt 3 Staatsexamina, wobei das Physikum auf jeden Fall so als das schwerste gilt. Man schreibt das nach 2 Jahren über den Inhalt der Vorklinik. Man hat da ganz verschiedene Fächer, die halt eher so den gesunden Körper beschreiben als den Kranken. Man wird da sowohl in einer Multiple-Choice-Klausur schriftlich als auch mündlich geprüft in den 3 großen Fächern Anatomie, Physiologie und Biochemie. Es ist eine Herausforderung, aber die ist auf jeden Fall machbar und dann kann einen nur noch wenig davon abhalten, Arzt oder Ärztin zu werden. Die alte Aula ist auf jeden Fall so der magischste Ort in Heidelberg, würde ich sagen. Es ist super altehrwürdig, wunderschön einfach. Und man merkt einfach so die Magie und irgendwie diesen Geist dieses Ortes. Der Campus hier ist eigentlich richtig cool. Also natürlich nicht so altehrwürdig wie irgendwie die alte Aula in der Innenstadt oder so. Aber man hat halt auch verschiedene Fakultäten hier zusammen, Physik, Biologie und eben auch die Mediziner. Und hier, dass man die Vorlesungen auch quasi direkt neben der Klinik hat, man hat quasi die Patienten auch direkt im Haus und so. Und man sieht auch überall Ärzte rumlaufen und so. Und man hat so diesen Krankenhaus-Flair schon. Man fühlt sich schon ziemlich professional manchmal. Das Studium ist auf jeden Fall hürdenreich und so. Und ich würde sagen, man muss schon ausdauernd sein und man muss schon eine Frustrationstoleranz mitbringen. Man muss sich irgendwie auch vorstellen können, dass Prüfungen, die mal nicht so gut laufen, eigentlich gute Lektionen sind. Das ist natürlich sehr viel Stoff. Also ein quasi Facharzt in der Woche zu überblicken, ist natürlich sehr straff getaktet auf jeden Fall. Es ist halt schon irgendwie viel in dem Sinn, dass man natürlich einen Überblick über die ganze Medizin sich in diesem einen Semester, also über die ganze Chirurgie, sich verschaffen soll. Und das ist natürlich sehr hochgegriffen. Es ist natürlich sehr komplex, weil man alle Gelenke des Körpers irgendwie überprüfen kann und so. Und also es gibt für alle möglichen Krankheiten alle möglichen Tests und so.
Und da den Überblick zu behalten, ich wollte es mir nochmal anschauen, damit ich mich morgen nicht dann blamiere. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass ich den Patienten nicht umbringe dabei. Bisschen angespannt, ich bin ein bisschen aufgeregt natürlich, aber es geht ja um Patientenkommunikation und Psychiatrie ist ja auch sehr viel sprechende Medizin. Also es geht ja auch wirklich um das Feld, das mich interessiert. So. Also ich denke, ich kann auf jeden Fall für heute mitnehmen. Man hat natürlich nicht das Gefühl, wie man mit Patienten spricht, wie man mit Patienten umgeht. Das ist alles neu, man fühlt sich da so ein bisschen fehl am Platz. Also es entstehen dann komische Situationen, teilweise Slapstick, lustig auch, teilweise natürlich auch unangenehm. Jim wird hingehen und ihn befragen, also Anamnese machen erstmal, schauen, was passiert ist. Und wir versuchen dann, uns zu erarbeiten, was er für eine Verletzung hatte, was die Therapie war bis hierhin. Wir möchten darauf schauen, dass der Jim mit dem Patienten möglichst empathisch umgeht. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Adam. Adams. Herr Adams. Also, darf ich vorstellen, das ist der Jim. Können Sie mir ungefähr verraten, wieso Sie hier sind? Ja, das war ein Arbeitswegunfall und dann wurde ich gewöhnt. Was siehst du hier auf dem Bild? Gut, also man sieht die Frakturlinie entlang des Oberschenkelhalses und die Bruchlinie ist die eher gerade? Die ist relativ steil, ne? Mhm. Die geht relativ so nach unten. Und gut, zur Horizontalen sind das vielleicht schon über 50 Grad? Ja, würde ich sagen. Also ein Grad Puls 3, würde ich sagen. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, also er ist auf die Hüfte gefallen und er kam dann in die Ambulanz. Und dann hast du natürlich erstmal was gemacht? Erstmal Anamnese, grundsätzlich eruiert, ob der Patient Schmerzen hat, vielleicht auch erste Analgesie gegeben, dann natürlich KU, äußere Untersuchung etc. und dann vielleicht eine apparative Diagnostik, natürlich Röntgen als so Basisobjekt. Genau. Ja. Und was gibt es da für Möglichkeiten generell? Da es ja auch eine Fraktur ist, die häufiger eher bei älteren PatientInnen oder so vorkommt, da ist vielleicht eher dann eine prothetische Behandlung indiziert. Aber bei jüngeren Patienten kann man ja eine dynamische Hüfttraube vielleicht einsetzen. Ja. Zur Versorgung. Genau. Sollen wir direkt überprüfen? Also Durchblutung, Sensorik und Motorik natürlich. Also Motorik sieht man eigentlich einwandfrei. Und der Herr Adams hat ja noch keinen Verbandswechsel gehabt. Deshalb machen wir das jetzt mal. Wisst ihr, was das ist hier? Das ist so ein Kompressionsverband. Ne? Den wickeln wir ein bisschen runter. Kannst du machen. Jetzt keine super starken Infektionszeichen oder so, keine Rötung, keine Schwellung, keinen Pus, der austritt. Genau. Natürlich ein bisschen verkrustetes Blut, bisschen Schorfbildung, aber ansonsten wunderbar, sauber mit einem leichten Hämatom natürlich drumherum. Okay. Genau, also es sieht super aus. Ja? Ja. Ganz herzlichen Dank natürlich, dass wir heute so in so einer großen Gruppe zu Ihnen kommen durften, dass wir Sie mit Fragen löchern durften und so. Ich glaube, wir haben alle ganz viel gelernt und so kann man nur sagen, gute Besserung Ihnen. Ich hoffe, Sie sind bald wieder auf den Beinen und ja, auf Wiedersehen. Der Jim hat sich wirklich gut geschlagen. Ich fand, er ging sehr empathisch mit dem Patienten um, hat sich vorgestellt, hat die richtigen Fragen gestellt. Ich finde, wir haben das ganz gut rausgearbeitet und zusammengefasst. Ich bin natürlich ziemlich aufgeregt gewesen und so. Natürlich ist mir der Patient sehr entgegengekommen. Es war ein super gutes Gespräch, er war sehr lieb. Ja, ich habe super viel gelernt und jetzt nochmal die Sachen, die wir theoretisch gelernt haben, einmal praktisch anwenden dürfen. Also ich bin ziemlich froh drüber. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Berufsleben nach dem Medizinstudium, könnt ihr hier mehr in der ARD-Mediathek erfahren. Und wenn ihr allgemein mehr über Medizin wissen wollt, könnt ihr hier klicken.